Ach, wie schön die Sonne scheint, das wird ein schöner Tag. Und heute kann ich zum ersten Mal behaupten, dass ich wirklich den allergrößten habe. Wir testen heute den 75 Amperestunden Akku von AliExpress. Wir schauen, wie weit uns die 4,5 Kilowattstunden bringen. Los geht's, viel Spaß dabei. Ja, die Sonne scheint, aber trotzdem sind es bis 4 Grad, aber wir sind ordentlich warm angemummelt. Endlich mal wieder Super Soko fahren. Und damit begrüße ich euch zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute mal wieder mit der Super Soko TC. Wir haben ja auch einige Stecker-Biker in unserer WhatsApp-Gruppe Berlin-Brandenburg, die Super Soko fahren, ob jetzt TC oder TS oder TSX. Und das Problem bei den vielen ist halt, dass diese 50 Kilometer Reichweite einfach tatsächlich irgendwie so ein Problemchen darstellen können. Wenn man doch mal zu einem Treffen fährt oder doch mal eine kleine Tour plant, dann habe ich halt 10, 15 Kilometer bis hin und dann die Tour und dann nochmal zurück. Also das wird alles ziemlich knirsch. Zusammen mit dieser großen Ladezeit ist das nicht so richtig praktikabel, was ich ein bisschen schade finde. Originale Akkus sind schweineteuer und relativ schlecht zu bekommen. Und deswegen schauen wir uns mal auf AliExpress um. Also um in Deutschland einen originalen Super Soko Akku zu bekommen, muss man schon ganz schön googeln. Ich habe hier noch einen gefunden, der auf verfügbar steht. Hier habt ihr jetzt wieder die Wahl zwischen 26 Amperestunden und 30 Amperestunden. Und dann steht nochmal drunter, wer möchte, kann den Stecker gerne umbauen lassen. Es gibt auch hier eckige und runde Stecker. Ab 1309 Euro geht's los. Dass nicht alles, was es bei AliExpress gibt, gleichzeitig günstig sein muss, zeigt dieses Beispiel. Hier können wir jetzt im Grunde eine originale Batterie kaufen für die Super Soko TC für knapp 2500 Euro. Puh. Wenn ihr euch für hochwertige Batterien für Super Soko und NIO interessiert, dann seid ihr im Yangyang Tech Store genau richtig. Hier findet ihr ziemlich viel Zubehör für die Super Sokos. Zum Beispiel gibt es hier einzelne Zellen, ihr könnt Adapter, Kabel und dementsprechend auch Akkus kaufen. Bei der Bestellung müsst ihr darauf achten, dass ihr den gleichen Stecker nehmt, wie ihr auch in der Maschine habt. Da gibt es im Grunde den runden Stecker und den eckigen. Das zweite, was ihr wählen könnt, ist im Grunde die Größe, also die Kapazität des Akkus. Hier haben wir zum Beispiel 48 Amperestunden, das ist also deutlich mehr als die 30 von Hause aus. Und wir liegen hier bei knapp 1460 Euro. Dann gibt es noch 52,8 Amperestunden, 57,6 und 59,5. Der liegt dann schon bei 1670 Euro, aber ihr hättet den Vorteil, ihr könnt von dem Teil zwei einbauen. Das heißt, wir hätten dann knapp 120 Amperestunden. Hui. Unser heutiger Testkandidat hat 75 Amperestunden. Das ist das größte, was ich so gefunden habe als Einzelakku. Hier liegen wir bei 1536 Euro. Aktuell, es lohnt sich immer mal reinzuschauen. Manchmal geht es hoch, manchmal geht es wieder runter, ein bisschen vom Preis her. Ansonsten habt ihr auch hier die Möglichkeit, dann zu wählen, ob ihr den runden oder den eckigen Steckkontakt haben möchtet. Wenn ihr dann runterscrollt, dann bekommt ihr nochmal einen Haufen Informationen, dass es reinpasst, dass es die Anzeige hinhaut, dass es eine App gibt, die wir nachher auch nochmal genauer betrachten und so weiter und so fort. Dann sind wir hier auch schon durch, dann geht es jetzt auf die Straße. Ich habe schon mal ein sehr ausführliches Review gemacht über einen AliExpress Akku, damals noch den 59,5 Amperestunden großen. Und das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ich gehe jetzt nicht so auf die Produktion ein und auch nicht auf die App großartig, sondern wir fahren den heute einfach mal von 100 auf 0%. Das Video verlinke ich gerne mal oben rechts. Ja, die Super Soko ist immer noch ein sehr schickes Moped. Wir haben jetzt hier vorne dieses kleine Fach hinter der Blende, wo die Akkus dann drin sind. Also sehr schön, sehr kompakt. Man sieht es kaum. Also ich mag das optisch, mag ich das Moped sehr. Hier an der Seite können wir jetzt die Verriegelung lösen und dann sehen wir auch schon das Batteriefach. Wir haben jetzt hier im Grunde zwei Ports. Ich habe auch mal ein Video gemacht über dieses Doppelkabel, das brauchen wir heute nicht, ist aber auch sehr interessant das Ganze. Und wir haben jetzt hier zwei Slots für die normalgroßen Super Soko Akkus. Hier gibt es im Grunde 26 Amperestunden, 30 Amperestunden und auch hier könnt ihr natürlich den knapp 60 Amperestunden Ali Akku doppelt reinpacken. Das heißt, wir hätten dann tatsächlich fast 120 Amperestunden, das ist unglaublich. Wir wollen aber heute mal den mit 75 Amperestunden testen. So schalten wir die Maschine erstmal aus, machen die Sicherung ab, stecken den Akku ab
Und der hintere Akku hat eine Verriegelung, das heißt, den kriege ich so jetzt ohne weiteres nicht raus. Deswegen stecken wir hier vorne jetzt den Schlüssel rein, drehen den, nehmen den gleich wieder raus. Gemeinter Tipp von mir, wenn der erstmal drin steckt, dann habt ihr halt ein Problem, wenn er die Klappe zumacht. Und dann kriegen wir den nach oben so ein bisschen rausgezogen. Da unten sehen wir jetzt den Verriegelungsmechanismus und wir sehen, dass jetzt hier eine Menge Kunststoff links und rechts mit drin ist. Das klappert manchmal so ein bisschen. Also könnten wir vorstellen, dass wir den großen Akku hier so ein bisschen reinfrickeln müssen, aber kein Thema. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Und da steht das Prachtexemplar. Ich habe den jetzt über Nacht aufladen lassen. Das ist auch gar nicht verkehrt, dass wir den jetzt reichweitentechnisch ordentlich testen können. Der Kleine bleibt hier. Und zuschließen nicht vergessen. So, hier sehen wir das etwas komisch anwirkende Gebilde. Wir haben jetzt also hier zwei kleinere Akkus sozusagen, beziehungsweise ein großes Fach. Da sind dann die Zellen dementsprechend möglichst platzsparend eingebaut. Wir sehen jetzt, der steht hier so schräg. Die eine Seite im Akkufach ist ein bisschen tiefer als die andere. Deswegen hat man das jetzt hier so gemacht. Und wie gesagt, 75 Amperestunden. Das ganze Teil gibt es mit den eckigen Pins. Könnt ihr aber auch mit den runden Pins bestellen, beziehungsweise gibt es da auch Adapter. Ich würde es halt aber so bestellen, wie ihr das gerne gebrauchen könnt. Oben drauf haben wir richtig fette Metallgriffe. Das ist auch nötig. Ich habe es mal gemessen. 25,5 Kilogramm im Verhältnis zu den Originalen, die etwa bei 11 Kilogramm liegen. Wir können die Daten des Akkus über die Yangyang BMS-App im Grunde auslesen. Wir haben aber auch hier eine kleine Anzeige, das finde ich ziemlich cool. Wir haben jetzt also hier die Anzeige des Akkus, dass der jetzt voll ist. Dort stehen 100%, keine Ahnung, ob ihr das lesen könnt. 70,2 Volt und wir haben unten 0,0 Ampere. Das ist im Grunde dann die Anzeige, wenn der Akku geladen wird. Dadurch, dass der Akku jetzt natürlich Daten sendet, verbraucht das Ganze auch Strom. Das heißt also, wenn ihr das jetzt länger rumstehen lasst, solltet ihr ab und zu mal gucken. Ich konnte jetzt wenig Verlust registrieren. Das waren, glaube ich, jetzt in 3-4 Wochen waren es um die 10%. Also es hält sich noch in Grenzen, aber ihr müsst halt immer mal kontrollieren und einfach mal drauf schauen, dass er sich nicht tiefenentlädt. So, als kleine Vorbereitung packe ich hier die Kabel immer ein bisschen zur Seite. Drücke nochmal das ganze Plastikfach auf. Das kann sein, dass es bei euch ein bisschen fester ist. Ich habe hier das durch meine Umbauaktion, musste ich das so ein bisschen lösen teilweise. Und dann packen wir mal zu. Am besten vielleicht mit zwei hin. Oh, Alter, Falter, 25,5 Kilo. Unglaublich! So, jetzt stoßen wir so ein bisschen an den Kunststoffteilen an. Ja, jetzt müssen wir hier so ein bisschen rein, weil jetzt hier vorne die Kanten, man sieht, dass hier das auch schon so ein bisschen abgekratzt ist, aber normal, weil der Akku im Grunde dann ein bisschen weiter nach da hinten fällt. Das heißt, wir müssen jetzt hier so ein bisschen buxieren. So, bis das Ganze tatsächlich dann unten eingerastet ist. Ihr seht schon, wir haben jetzt hier zwei Sachen, die nicht mehr funktionieren. Wir können jetzt keinen zweiten Akku mehr mitnehmen, weil der im Grunde den Platz für beide braucht. Und ich glaube, das ist auch relativ unrealistisch, dass man den jetzt öfter rausnimmt zum Laden, sondern hier wird es wahrscheinlich so sein, dass man das dann eher im Fahrzeug lädt. Da kommen wir später nochmal drauf zu, weil diese 25,5 Kilo da rauszuwuchten, das ist schon ganz schön, ein schöner Brummer. So, dann noch einen Stecker anschließen, die Hauptsicherung anschalten. Und dann öffnen wir das Ganze gleich, bevor jetzt hier die Alarmanlage losgeht. Hier sind wir jetzt soweit fertig. Achtet darauf, dass der Schlüssel da nicht drin steckt. Dann können wir das Fach verschließen. Dadurch, dass ich jetzt dieses Splitkabel eingebaut habe, wechselt der jetzt im Grunde alle paar Sekunden zwischen den Akkus hin und her. Dadurch, dass wir an der einen Seite keinen dran haben, stehen da jetzt die 0%. Und beim anderen haben wir die 100%. Hier oben werden jetzt 60 Kilometer Reichweite angegeben, obwohl der Akku sehr, sehr groß ist. Hintergrund dessen ist, dass im Grunde die Reichweite aufgrund der Spannung, also der Voltzahl, im Grunde errechnet wird. Das heißt also, wir haben jetzt hier, habt ihr gesehen, knapp 71 Volt. Das ist im Grunde auch bei den Super Soco Akkus dann der Fall. Und wir gehen dann halt eben drunter. Schauen wir ganz zum Schluss mal nach, wie weit das Ganze geht. Und danach passt er sich dann halt eben mit der Reichweite an. Die Voltzahl ist im Grunde die gleiche. Dadurch stehen jetzt hier auch bloß die 60 Kilometer, die er im Grunde von dem Hausakku angibt. Ich gehe aber davon aus, dass wir deutlich weiterkommen. Da ich mir nichts merken kann, mache ich nochmal ein Foto von dem Gesamtkilometerstand. Wir haben hier leider keinen Tagestrip. Jo, dann kann es jetzt endlich losgehen. Ich habe meine Hausstrecke gewählt. Die habe ich auch schon mit dem Ray gefahren. Könnt ihr ja mal schauen. Verlinke ich gerne mal oben rechts für jemanden, der jetzt nicht mit 45 km/h da hin und her juckeln möchte, sondern ein bisschen größer. Dem ist der Ray sehr gerne ans Herz gelegt. Auf wie geht's? Ja, ja, was soll ich sagen? Das Schicksal bleibt mir treu. Die erste Ampel ist natürlich eine rote. Wie soll das anders sein? Ich sehe gerade, die ersten 10% sind weg, 90% sind noch drin. Und jetzt würde mich mal interessieren, ob die Anzeige
auf dem Akku genauso hinhaut. Müsste ja eigentlich. Ja, 90%, 67 Volt. Das heißt, wir sind jetzt schon von den knapp 71 ein bisschen runtergesackt. Ah, und ich sehe gerade, er zeigt auch hier unten den Entladestand an. Also wir haben jetzt 0,1 Ampere, die jetzt hier mit Licht und so fließen. Also zeigt er mir nicht nur das an, was reingeht, sondern dass auch was rausgeht. Wieder was gelernt. Kabel, Akku, Stecker sind auch normal warm. Ist jetzt also nichts, wo ich Angst haben sollte. Wovor ich echt Angst habe, ist meine Vergesslichkeit. Ich habe jetzt echt vergessen, wann wir losgefahren sind. Jetzt schaue ich nochmal kurz rauf. Ich habe ja zum Glück ein Foto gemacht. Bei 3682. Jetzt sind wir bei 3702. Das macht es mir leicht. 20 Kilometer, 10%. Das ist das, was ich beim ersten Ali-Akku-Test auch festgestellt habe, dass es am Anfang ein bisschen langsamer geht und zum Schluss dann halt ein bisschen schneller. Weil wenn ich jetzt mal als Rechengenie nehme 10%, auf 100 sind sozusagen mal 10, 20 gefahrene Kilometer mal 10, dann müsste ich jetzt 200 Kilometer fahren. Mir tut jetzt schon der Arsch weh. Aber ja, erfahrungsgemäß wird das nach hinten raus ein bisschen schneller weggehen. Aber nicht lang schnacken, wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Wir sind jetzt kurz vor Bernau und danach gibt es im Grunde bloß noch Landstraße. Das wird witzig. Ich hoffe, dass da nicht allzu viele LKWs rumfahren. Naja, immer schön mal rechts fahren, dann wird das schon gut funktionieren. Das ist der absolute Wahnsinn. Wir sind jetzt 46 Kilometer von Berlin nach Norden gefahren, kommen jetzt gerade in Eberswalde rein und haben 25% des Akkus verbraucht. Unglaublich. Wenn ich das jetzt mal 4 nehme, mal 45, bin ich bei knapp 180 Kilometer Gesamtreichweite. Ich glaube, ich hoffe, dass ich den Akku unterschätzt habe. Ich glaube, wir kommen tatsächlich weiter als einmal die Hausrunde und zurück. Wahnsinn. Also bei vielen Super-Soko-Fahrern mit dem normalen 26 Ampere-Stunden Akku wäre jetzt im Grunde schon Schicht im Schacht. Und wir haben jetzt gerade mal 25% verbraucht. Unglaublich. Ich hasse Ampeln. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Ich hasse sie. 12 Kilometer sind es noch. Wir haben jetzt 69% im Akku. Ich gehe im Grunde komplett davon aus, dass wir da über 50% noch ankommen. Das heißt also, die Rückstrecke ist zwar ein bisschen länger, aber wir sollten tatsächlich hin und zurück mit einem Akku kommen. Es ist unglaublich. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Fahren wir nur die großen Straßen. Ich wollte auch mal schauen, hier muss doch irgendwo der Kanal lang gehen, weil ich weiß, da vorne kommt so eine fette Brücke. Schön Müll abgeladen hier. Oh Mann, ey. Oh geil. Oh ja, guck mal da hoch. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich hab doch keine Black Team Motorbike, aber sie schafft's trotzdem. Geile Scheiße. Frag mich jetzt nicht, wie der Kanal heißt, aber da vorne ist eine Brücke, da fahren wir rüber und da vorne ist dann das Schiffshebewerk. Da geht es dann, ich glaube, 40, 50 Meter sozusagen runter wie so ein Plateau. Ich hätte gerne heute meine Drohne mitgenommen, aber bei dem Wind hätte das eh keinen großen Sinn gemacht. Oh, ich glaube, wenn wir schon mal hier sind, können wir gleich mal die Blase entleeren, oder? Sieht ja nicht, dass es verboten ist. Wo ist er denn jetzt hier? Ich finde ihn nicht, das gibt's doch gar nicht. Ach, da. Da ganz klein. So, weiter geht's. Ist nicht mehr weit. Ich habe gerade mal in die App reingeschaut und habe mich sofort mit dem Akku verbinden können. Das ist ziemlich geil. Den Link zur App kann ich ja gerne mal als QR-Code oder wie das Ding heißt hier mal verdingsen, weil man findet das halt eben schlecht. Das ist alles aus Chinesisch und so. Das ist ein bisschen tricky. Wir haben jetzt noch 64% drin. Das ist genau das Gleiche, was ich auch in der Anzeige ablesen kann. Und wir haben den Akku jetzt im Grunde zwischen 21 und 26 Grad und die Zellen liegen alle schön dicht beieinander. Also alles super, so wie man sich das vorstellt. Hier sehen wir das Plateau, ne? Wir sind jetzt hier noch oben und da unten geht dann der Fluss nachher weiter, nachdem das Schiff dann irgendwie, ich glaube, 36 Meter nach unten gefahren ist. Nennt man das Gefahren? Geschifft, Geschiffshebewerkt. Ach, herrlich. Schön, schön. Also ihr Lieben, wir haben es geschafft. 70 Kilometer sind wir gefahren. Bis jetzt haben genau 40% verbraucht. Das heißt,
dementsprechend, ich schaue mal drauf, 60% sind noch im Akku drin. Das ist ein Hammer. Das ist so unfassbar für diese kleine Maschine. Kleines Zwischenfazit vielleicht an dieser Stelle schon. Wenn ihr sagt, okay, ich hätte gern ein günstiges Einstiegs-E-Moped, dann nehmt die Super Soko TS. Ich habe gesehen, die liegt irgendwie bei 3.500, 4.000. Gebraucht gibt es auch vielleicht noch den einen oder anderen. Und dann macht es vielleicht Sinn zu überlegen, wenn ihr doch ein bisschen weiterfahren wollt, dass man sich halt den größeren Akku holt. Ihr schafft 100 Kilometer, definitiv. Also mindestens, das ist das, was ich auf jeden Fall schon garantieren kann jetzt. Das ist der Hammer. Also gerade für längere Strecken oder wenn ihr nicht Bock habt, jeden Tag zu laden. Ich finde es so geil. Ist schon krass, wie happy ein so ein Akku machen kann. Aber wirklich, ich bin Wahnsinn. Jetzt mag der ein oder andere sich da draußen fragen, Mensch, der hat da so viele Maschinen und fährt immer das Neueste und pipapo. Also erstens ist davon sehr vieles gestellt, dass ich also sozusagen zum Testen bekomme, um es zu probieren und da halt ein Review drüber zu machen. Zum anderen ist es so, dass ich, dass ja abzusehen ist, dass Linchen bald ihren Führerschein machen kann. Die wird ja jetzt auch schon bald 14 und dann möchte ich unbedingt, dass die auf jeden Fall mit einem Moped anfängt, mit 45 km/h, einfach um diese ganzen Gegebenheiten fahren, lenken und sowas alles zu lernen. Und da habe ich jetzt schon gemerkt, gerade auch in unserer WhatsApp-Gruppe hier, Berlin, Checker, Biker, Brandenburg und so, Leipzig, dass diese 50, 60 Kilometer Reichweite, das ist pro Akku einfach zu wenig. Und die große Idee ist tatsächlich, dass sie dann einfach hier mit diesem Akku auch mitfahren kann. Gut, wir fahren halt eben ein bisschen langsamer. Wir können halt eben auch ein bisschen weiter irgendwo mal hinfahren. Und darauf freue ich mich jetzt schon sehr. So, tschüssi, liebes Schiffshebelwerk. Wir haben noch einen Akku leer zu fahren und immer noch 60%. Was ist denn das so windig in letzter Zeit? Ist das ätzend? Das ist schön hier. Ich liebe es. Mit 50% sind wir in Bad Freienwalde angekommen. 87 Kilometer mit der Hälfte des Akkus. Das ist der Wahnsinn. 53 sind es noch bis nach Hause. Das heißt, ich werde wahrscheinlich den ein oder anderen Kreisel fahren müssen. Ich glaube, da habe ich mir mal eine Wanner-Waffel verdient. Oh, kann man sogar wieder verschließen. Unten aufziehen und wieder verschließen. Ja, macht das mal mit kalten Pfoten. Siehst du, die Leute von Wanner sind Skispringer und keine Mopedfahrer. Wanner, Wanner. So, weiter geht's. Schmatzenerweise hier. So ein Ding brauchen wir nicht mehr. Alter, Kante gar nicht gesehen. Also richtig was los hier in Bad Freienwalde. Unglaublich. Und ab dafür. Auch wenn mir jemand vor dem heutigen Tag gesagt hätte, dass ich meine Hausrunde mal mit der Supersuppe fahre, dann hätte ich dem echt einen Vogel gezeigt. Aber das ist möglich. Das ist unglaublich. Jetzt kommen wir so langsam in die interessanten Prozentbereiche. 108 Kilometer, das sind wir bis jetzt gefahren. Und das ist ein interessanter Wert, weil den habe ich im Grunde mit dem 59,5 Amperestunden Ali-Akku auch geschafft. Wir haben jetzt hier noch 28% drauf. Wir haben jetzt also im Grunde ja fast 10% gebraucht für 8 Kilometer mehr. Also man merkt jetzt schon, dass es deutlich schneller abnimmt. Also die Prozente nehmen schneller ab als die Kilometer. Das ist immer nicht so ein gutes Zeichen. 118 Kilometer sind wir gefahren und haben jetzt noch 16% drin. Das wird ganz schön knirsch und blöderweise bin ich jetzt hier auch außerhalb von Berlin. Das heißt, hier ist jetzt nicht alle 400 Meter irgendwie eine Ladesäule. Okay, jetzt ist er von 9% direkt auf 0 gesprungen. Das sehe ich natürlich nicht so gerne. 125 Kilometer. Da lag ich ja mit meinen 127 Kilometern gar nicht so weit entfernt. Wie gesagt, schwerer Klops, Gegenwind. Ihr seht, die Windräder kommen genau aus der Richtung. Oh nein, 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 oh nein. Ich kann jetzt nicht 8 Kilometer schieben. Ach, hätte ich mal auf mein inneres Ich gehört und hätte mal vorhin geladen. Ach man, super, super ärgerlich. Und jetzt geht auch gar nichts mehr. Schlussspannung, habt ihr gesehen, irgendwas bei, was war das jetzt, 57,5 Volt. Und da ist jetzt auch Schluss. Das heißt, das BMS hat jetzt abgeregelt und hat gesagt, hier, bis hierhin und nicht weiter. Und da kriegen wir jetzt auch definitiv nichts mehr raus. Das heißt, uns bleibt jetzt hier leider nicht viel weiter übrig, als das Ganze bis zur nächsten Ladesäule zu schieben. Das sind knackige 7 Kilometer. Dann nochmal laden. Eieiei. Ah, ich hab keinen Bock mehr. Nirgendwo eine Steckdose, das gibt's doch gar nicht. Ah.
bergab genommen. Ich bin total durchgeschwitzt. Wie schön das ist. Und ich sehe schon den nächsten Berg. Ist aber der letzte. Oh, guck mal, viel schneller sind wir mit dem Auto auch nicht. Berlin hat uns wieder. So, drüben muss es sein. Danke, danke, danke. Ja, wir sind da. 6,5 Kilometer, ich kann es kotzen. Alter Wasser. Bin ich im Arsch. Dann nimmt das Ganze vielleicht doch noch ein gutes Ende. Wir haben eine Buchse außerhalb des Akkus. Interessanterweise hat das leider nicht funktioniert mit dem Schnellladegerät, was ich habe. Das heißt, ich gehe jetzt hier direkt an den Akku ran. Dazu brauche ich jetzt natürlich einmal das Schnellladegerät, wobei schnell hier halt relativ ist. Einen Typ 2 Adapter, dass wir das halt adaptieren von Schuko auf Typ 2 für die Ladesäule. Habe ich auch mal ein ganz tolles Video drüber gemacht. Also wenn ihr mal wollt, dann schaut gerne mal oben rechts, dann findet ihr den. Ich habe den im Grunde hier mit Twizy und Moped und Co. irgendwie fast täglich im Einsatz und bin immer noch sehr zufrieden damit. So, das ist jetzt das Original Super Soko Ladegerät mit 10 Ampere. Das ist schon relativ fix, würde ich sagen, für die Fahrzeugklasse. Stecker rein, schalten schon mal auf an, Karte ran. Auto nicht eingesteckt, nee, wir haben noch gewartet. Wir waren ja nett. Rein the Stecker. Und schon sollte es laden. Ja, es dauert bei dem Teil immer ein bisschen. Dann ist es. Also er sagt mir, dass er lädt, aber er lädt nicht wirklich. Das ist wieder richtig geil. Ist ja nicht so, dass wir ein Kind abholen müssen heute noch. Ah, jetzt lädt er. Okay, also bei der Säule, ich weiß auch nicht, ich mag die überhaupt nicht. Die haben wir hier in Berlin immer mal wieder irgendwo außerhalb Richtung Norden öfter mal im Landkreis Barnim. Das sind irgendwie komische Dinger. Das dauert immer ewig. Manchmal kriegt man es nicht an. Schrecklich, schrecklich. Also wir haben jetzt hier 10 Ampere, die da unten stehen. 9,910. Das ist sozusagen das, was das Ladegerät im Grunde schafft und macht. Und das fließt jetzt hier rein. Und dann würde ich jetzt vorschlagen, ich lade jetzt hier eine halbe Stunde und dann komme ich hoffentlich nach Hause. So ihr Lieben, ich bin fix und alle, aber auch das war wieder ein schöner Tag mit der Elektromobilität. Ihr habt ja gesehen, 125 Kilometer mit einer Akkuladung. Bei den Akkus der Super Soko TCTS habt ihr wirklich eine riesen Auswahl an Originalakkus, an Nachbaugeschichten, an Kombinationsmöglichkeiten. Also ihr könnt kleine Akkus zusammenschließen, ihr könnt einen großen Akku nehmen, ihr könnt zwei große Akkus zusammenpacken. Also da ist, glaube ich, jeder glücklich. Wenn ihr euch dazu entschließen solltet, einen zweiten Akku zu holen, überlegt doch mal, wo ihr langfahrt, wie lange eure Strecken sind, plant ein paar Kilometer mehr oben drauf, dass ihr halt immer sicher ankommt. Ansonsten würde ich euch empfehlen, bei 15-20% aufzuhören und eine Ladesäule zu suchen oder beziehungsweise nach Hause zu gehen und das Ganze aufzuladen. Vielen, vielen Dank, dass ihr bei dieser Reise mit dabei wart. Also mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.